Heyo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Together. Ich bin immer noch im Lager und sie baut da irgend so ein Gebäude mit mir und Chihiro. So eine Thunfischkalzone wäre eigentlich echt geil, ne? Ich wollte gerade Frühstück sagen, aber es ist ja Mittag schon. Ja, so, hi Leute. Ja. Ich bin immer noch beim Essen. Beim Essen. Ich dachte, du baust eine Scheune. Ja, das baue ich auch nebenbei. Also eigentlich bin ich gerade bei den Eichen. Also ich esse sie jetzt nicht, aber ich überlege zusammen mit den Eichen, was ich essen könnte. Hey Eiche, was kann ich denn heute essen? Ja, du probierst doch mal mit einer Thunfischkalzone. Ja, Eiche, das ist eine echt gute Idee. Ja, danke. Ich glaube, wir brauchen wirklich mal auch wie bei Honeyball so einen Baum mit einem Namen. Den kannst du dich hinstellen und den fragen, was du essen sollst. Heiliger Baum des sonst was. Was esse ich heute? Eine Thunfischkalzone. Danke, lieber heiliger Baum. Lieber heiliger Baum, rechnest du durch, wie viel Geld ich zur Verfügung habe, ob ich mir auch eine Thunfischkalzone bestellen kann? Nein. Ich mache das. Nein, kannst du nicht. Ja, du kannst dir eine Thunfischkalzone leisten, mein Kind. Okay, mein Kind, muss es wird umplanen. Dunkel, begebe dich zum Bett. Deine Eiche. Geht gar nichts mehr, ey. Wir haben gerade Weed geraucht. Ja, Lord of the Weed, ich lieg schon im Bett. Wir haben uns gerade über das englische Wort für Weizen lustig gemacht. Und dann hat das gerade gefallen. Also für euch war das gestern, für uns ist es jetzt ein paar Minuten später. Ja, so 3-4 Minuten, ne? Erstmal ein Steak, so. So. Thunfischkalzone und Steak. Erstmal die Weed-Samen. Weed-Samen. Rote Beete, Kürbis. Irgendwo hatte ich doch da Melonen, Weizen, also Wheat, Zuckerrohr, Kürbis. Bam. Giftige Kartoffel. Ja, die habe ich dir hingelegt. Pilze. Pop. Also für mich nur das Beste, eine Thunfischkalzone, und für dich gibt es eine giftige Kartoffel. Das war mir klar. Leute, was bestellt ihr euch denn, wenn ihr mal zum Bringdienst geht? Holt ihr euch auch Thunfischkalzone? Ich bin ganz ehrlich, ich nutze den Bringdienst gar nicht. Nicht? Nee. Ich gehe immer noch so ganz oldschool in so einen Laden rein und brüll den Verkäufer an, wo ich denn so Tiefkühlpizza finde und so. Ey, Verkäufer! Ja. Tiefkühlpizza! Da hinten. Danke! Ja, so in der Art. Das klingt wirklich so, als hätten wir jetzt echt Weed geraucht. Wie, das hast du etwa nicht? Ich war letztens. War ich doch der Einzige? Ich war letztens beim Bäcker und wollte mir irgendwie ein Brötchen kaufen. Und dann stand so eine Oma vor uns. Und so, die sah richtig normal, Oma-mäßig halt aus, so normal freundlich und so, wie eine Oma halt aussieht. Auf einmal fängt die an loszuschreien. Dinkelbrötchen! Nett! Und wir stehen da so und wir dachten so, was geht denn jetzt bei der ab? Da schreit die erstmal Dinkelbrötchen! Und der Verkäufer hat sich auch übel erschrocken und wir mussten so richtig das Lachen verkneifen. Das glaube ich. Ja, ich kann eigentlich ein neues Format aufmachen mit Real-Life-Stories oder so, weil ich immer irgendwas zu erzählen habe, weil ich so eine magische Anziehung, glaube ich, auf irgendwelche komischen Leute habe. Ja. So komische Leute wie mich und so, oder? Ja, du bist dagegen noch normal. Das soll schon was heißen. Oh ja, das muss wirklich schon was heißen.
Am besten war der Schwarze, ey. Der war keine Ahnung, der muss Das so. heißt Dunkelhäutiger. Ja, es ist mir jetzt egal. Für die Story ist es jetzt ein Schwarzer. Also ich habe jetzt nichts gegen Schwarze, aber also das war echt irgendwie ein bisschen witzig. Also erstmal, der Typ war irgendwie so, keine Ahnung, 45, hätte ich jetzt so geschätzt. Oh, hier geht's rein. Und richtig witzig, ey, der guckt mich so an. Ja, hallo, wie heißt du denn? Ich gucke ihn so an. Ich weiß nicht, ich war so perplex, dass ich glaube ich sogar meinen Namen gesagt habe oder so. Und ja, ich bin der Leon. Sag mal, wohnst du denn hier in der Gegend? Und ich so, ja, was interessiert dich das denn jetzt? Ne? Ja, ich finde dich voll heiß. Möchtest du mich nicht heiraten? Ich kann dir auch ein Haus bieten und ich kann richtig gut massieren. Hat er so, also so richtig mit Unterton gesagt. Und ein Auto kannst du auch haben. Ich habe auch eine Menge Geld. Und ich so, Alter, ich habe kein Interesse. Und auf einmal wurde der richtig aggressiv. Ist es jetzt, weil ich schwarz bin oder was? Richtig cool, der Typ, ey. Ja, da kenne ich auch so eine nette Sache. Also das war mal auf Arbeit und dementsprechend schön an der Kasse. Und ja, ich meine mal, kamen dann so drei Personen zur Kasse. Eine Blondine war das. Und zwei. Drei Personen, eine Blondine war das. Warte. Eine Blondine und zwei Schwarze. Denkt man sich nichts bei. Noch nicht, ne. Man denkt so, okay, eine Blondine, zwei Schwarze. Aber wenn dann die Blondine zwei Packungen extra große Kondome aufs Fließband legt, denkt man sich so, okay, der Abend ist bei denen gerettet. Oh Gott. Erzähl bitte nicht weiter. Nein. So, das war auch so ein, ich sag mal so ein Highlight in meinem bisherigen Berufsleben als Verkäufer. Echt zwei große Kondome. Richtig genial, ey. Ich hatte auch mal einen, da wollten wir meinen Opa irgendwie gerade im Krankenhaus besuchen. Steigen wir so in den Aufzug und da kam dann halt irgendwie so ein Arbeiter oder was das ist. Und dann. Arbeiter oder was das ist. Weiß ich nicht. Der guckt mich so an und ich war dann halt mit meiner Mutter da, ne, was ja ihr Großvater, ihr Vater und naja, wir wollten ihn halt besuchen. Und dann guckt er mich so an, boah, ich versuche seit 3 Tagen diesen einen blöden Safe hier für das Krankenhaus hier aufzubrechen und ich kriege es einfach nicht hin. Das geht mir richtig auf den Geist, ne? Und ich stehe da so und der labert mich einfach zu, der hat nicht aufgehört, ne? Und meine Mutter musste sich schon richtig das Lachen verkneifen, weil er nur mich angeguckt hat und mit mir geredet hat, ne? Und dann fing er so an, boah, ich habe jetzt hier so eine Karte, das ist jetzt meine letzte Hoffnung, ey, wenn ich damit den Safe nicht aufkriege, ich weiß echt nicht, was ich noch machen soll. Und ich gucke ihn so an, ja, schön. Interessiert mich nicht auf gut Deutsch. Ja, so da. Und sie hat einfach weitergeredet und dann ist er halt irgendwann ausgestiegen aus dem Fahrstuhl. Und meine Mutter musste so richtig laut loslachen. Kann ich mir vorstellen. Aber der mich erstmal zu, ey. Ja, hallo, erstmal. Erstmal. Ich weiß ja nicht, ob sie es wussten, aber ich habe mal die Werkbank von oben runtergenommen. Ja. Die steckt jetzt mitten in den Öfen. Mensch, das sieht ja schon mal fast nicht schlecht aus hier. Aber auch nur fast.
erstmal einen Screenshot machen. Hier hast du ja auch noch Kisten hingestellt. Ja, ich habe da überall ein paar Kisten verteilt und so. Ach nee, da darf sie ja nicht stehen. Das sieht ja für dich zu hässlich aus. Ja. 1, 2, 3, 4. Wow, Ausblick vom Haus auf eine Scheune, aber okay. So. Was machst du denn da? Was denn? Weißt du jedes Mal, wie ich runterfalle? Ja! Ja, ich stacke mich da nach oben für den Rohbau. Und dann bringst du dich um. Ja, guck, ich mach das immer so. Bin ich mich auf der Höhe, wo ich muss. Und dann springe ich halt runter. Das tut halt jedes Mal weh, aber ich regeneriere ja sofort. So, warte. Hier ist alles weg! Ja. Hier. Damit du nicht so weit laufen musst. Dankeschön. Ey, es wird ja recht dunkel. So, wo hast du eigentlich gedacht, so Schlafzimmer hinzuhauen? Eher Erdgeschoss oder eher oben? Weiß ich, hätte gedacht, im Erdgeschoss machen wir hier die Küche oder so. Und oben Wohnzimmer, Schlafzimmer oder sowas. Ah, okay. Schmeiß ich die nach oben, die Betten. Einfach mal hier irgendwo hin. So. Also über die Einrichtung habe ich mir noch nicht direkt Gedanken gemacht. Ja. Ich habe auch überlegt, ob wir hier noch so eine Treppe einfügen und dann da oben die Betten hinbauen und wir hier so ein Riesenwohnzimmer haben. Und vielleicht noch einen Kamin reinbauen oder so. Weiß ich noch nicht. Muss ich erstmal überlegen. Ich kann eigentlich da in die Ecke der Amboss. Kannst du nachts schlafen? So. So, ich glaube mal, dann habe ich alles umgeräumt. Schön geil aus, so ein Sonnenuntergang. Shader und so. Deine Axt. Ist jetzt alles umgeräumt, alles einsortiert. Mhm. Heftig. So, ich schnapp mir mal hier so erstmal die ganzen Steinsachen, damit die dann auch kaputt gehen können. Hm. Magst du mal schnell ins Bett gehen? Liege mal im Haus, was nicht beleuchtet ist. Jetzt habe ich oben die Betten. So. Jetzt habe ich ja kein Bett bei mir immer. Oh, der Sonnenaufgang sieht auch fett aus. Okay, Leute, wir üben mal weiter hier, ne? Wir betrachten nicht immer eine Sonnenaufgänge. So, zack, 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 Stein, Hacke, okay. Mein Wassereimer nehme ich wieder an mich natürlich. So, es ist wieder Eichenzeit hier. So. Wir können ja mal die Boden Fetten hier abreißen. Einmal. Wenn wir keine Lust haben abzureißen. Okay. War richtig cool, wäre diese Mod, wo du einfach unten den Stamm abschlägst und dann der ganze Baum zerfällt. Ja. Aber das wäre dann irgendwie wieder zu schön, weißt du? Das wäre nicht mehr richtig realistisch. Minecraft. Nicht alles selber machen. Scheiße. Ja, das wäre denen ja wieder nicht zu nicht so realistisch und so. Ja, eben. Ah, ich würde Live in the Woods ja eigentlich echt gerne mal spielen. Hm. Oh, Essen sollte man noch genug mitnehmen. Nicht, dass man hier am Verhungern ist. Baut sich das jetzt ab?
Ja, Bob. So. Unsere Axt ist auch gleich kaputt. Oh, mit einer Diamantspitzhacke kriegen wir das natürlich jetzt nicht so kaputt. So. So ein Baum. Jetzt muss ich mal überlegen, was ich denn so Schönes baue. Aber erstmal gucke ich, wo sich eigentlich unser werter Herr von uns zu Golem verkrochen hat. Ach, hier. Hier hinten steht er. Bei dem einen Haus. Guten Tag. Rohes Schweinefleisch. Der macht ja alles, was uns angreift, kaputt, ne? Yep. Also grundsätzlich greift da alles an, was böse ist. Außer Creeper. Warum greift er keine Creeper an? Keine Ahnung. Will er irgendwie nicht angreifen. Creeper ist ja von Grund auf natürlich nicht böse, obwohl er explodieren kann. Keine Ahnung. Also ich laut Minecraft Wiki greift da keine Creeper an. Was ein bisschen strange ist natürlich. So. Schafe, Kühe haben wir ja, ne? Ja, wir müssen sie halt nur noch dahin bekommen. Ja, genau. Aber so Gehege oder so habe ich noch gar nicht gebaut. So weit war ich noch nicht. Ich glaube, ich nehme mal ein bisschen... Na, warte mal, hier ist sogar ein kleines Gehege zumindest. Also muss die Kühe haben ein Gehege gepackt und du meinst, dass wir auf dem Berg Schafe haben. Dann müssten wir nämlich nicht kilometerweit zu diesem Schafstall da rennen. Nee, da müsste ich glaube ich mit Karotten arbeiten bei Schweinen, ne? Schweine waren Karotten. So, dann mal kurz in den sonstigen. Da haben wir sogar noch Zäune. Sogar schön. Machen wir unseren Erdpenis mal hier kaputt. Wir wollen kannst ja nicht so du den nur. In der Gegend stehen lassen. Ja, Holz. Ne. Haben wir auch noch Sticks irgendwo? Natürlich nicht. So, ich platziere jetzt noch mal so ein, zwei Setzlinge hier irgendwo. Den wir hier alles gerodet haben. So. Holz ab. Hier ist eine Kuh. Also wir brauchen ja das ganze Leder von den Kühen dann auch für die Bücherregale. Beziehungsweise die Bücher. Auch, ja. Ah, das Texturenpaket gefällt mir schon. Erstmal ein Steak essen. Ah ja, Erde brauche ich noch. Erde. Halt, wir sind, glaube ich, ein zu hoch. Hey. Wir haben irgendwie einen ausgelassen, ne? Weißt du was? Diese Dorfbewohner, ey. Oh Mann. Dieser dämliche Dorfbewohner. Was macht er? Der kommt aus dem Haus raus.
Boah, ganz heftig, dass ein Dorfbewohner aus dem Haus rauskommt. So, wir sind nebenbei bei 20 Minuten angekommen. Deswegen Oh! einmal kleinen Screenshot noch. So. Und dann würde ich sagen, war's das für heute mit Minecraft Together und so. Ich Erstmal ein hoffe. Steak. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Also morgen, wenn es dann hier weitergeht. Sie mit ihrem Scheunenhaus da hinten und ich mit meinem kleinen Projekt hier jetzt. Ja. Genau, und damit ein Ciao und hey ho. Ciao.